Jetzt werde ich auch noch ausgelacht für die Scheiße. Bleibt toll. So, und wieder rein in das Loch da. Auf den Tag freue ich mich auch. Wir waren so kurz davor, quasi ein Drittel an Leveln zu überstehen, die man braucht, eben, bis um auf das legendäre Level 60 zu kommen. Aber naja, du wolltest unbedingt Classic Hardcore. Hier hast du Classic Hardcore. Ja, es bockt auch irgendwie, ne? Also so ist es nicht. Das ist schon was ganz anderes, aber... Warum töten hier die ganzen Scheiß Wendigos? Lasst mich doch auch mal was töten. Ja, da zum Beispiel. Ja, Recke. Boah, ich habe schon so lange kein WoW mehr gespielt. Ich glaube, halt 15 Jahre ist es her. An der Grafik scheint sich aber nicht viel verändert zu haben. Ja, das ist ja auch Classic, ne? Also das sind nicht die neuen Add-ons. Eine Wendigo-Mähne, die erste, na endlich. Und die können mich einfach mit Eis anspeien, na klasse. Das ist gewollt, da es Classic ist. Ja, genau, sage ich doch. Sprich, das originale WoW von vor 20 Jahren. Okay, macht Sinn. Ganz genau, also da könntest du, hättest du bei Nick vorhin reinschauen sollen, der hat das aktuelle gespielt. Oder Terrorilicious ist hier auch im Chat unterwegs, der streamt auch gerne mal hin und wieder WoW. Und auch eher das Neuere. Ja, wenn ich dann sinnlos loslaufe, wisst ihr, ich hab genießt. Und dann gibt es ein Winke-Winke, Uptari. Nein! Ich habe keinen Mana. Hau ab. Du Scheißvieh. Ja, so ist richtig. Geh, wo du wohnst. Ich habe gestern auch mit The War Within gestartet, obwohl ich tatsächlich nicht kaufen wollte. Ja, das hat ja dann gut geklappt. Aber das spricht doch eigentlich dafür, oder? Dann scheint es ja gar nicht so verkehrt zu sein. Der Schluss. Vom Hammer geleistet. Mit The War Within wärst du heillos überfordert. Ja, ich meinte ja nur zum Vergleich erstmal. Ne? Sie hat jetzt gerade gesehen, dass sich nichts geändert hat in der Grafik und hat sich darüber gewundert. Aber da hätte man dann mal den neueren Eindruck bekommen können. Also ich glaube, jetzt mit WoW Retail einzusteigen, muss die Hölle sein, weil man nichts versteht. Oder du guckst die 15 Stunden Ingame-Cutscenes an. dann kann man ansatzweise was mitbekommen. Also als Frischling. Es gibt ein kurzes Story-Recap vom Wichtigsten. Oh! Ja, die 5-Minuten-Videos. Sowas gibt's. Da muss ich mich ja fast zügeln, mich nicht spoilern zu lassen. Das würde mich schon interessieren. Die WoW-Lore. Aber du kennst Freddy, er will dann wissen, wie es zu dem und dem geführt hat, was war Ursache. Ja, richtig, ganz genau. Das kannst du ingame auswählen für eine Auffrischung. Perfekt. Das klingt gut. 15 Stunden ist doch easy. Allein das neue Final Fantasy 14 hat 23 Stunden Cutscenes. Hatte nicht hier Kollege Schnürschuh. Kingdom Come Deliverance 1 auch irgendwie 30 Stunden Cutscenes und jetzt kommt nochmal 10 dazu oder so bei KCD2. Ich glaube, das hat auch ordentlich was. So, jetzt kill ich aber auch einfach mal wieder ein Schwein. Habe ich gehört. Aber die fehlt halt die Bindung zu den Charakteren. Nee, fehlt mir gar nicht. Ich habe Hearthstone gespielt. Ja, ich mag Jaina, ich mag Anduin. Ich mag Uta. Hearthstone ist alles, was ich brauche. Ich habe schon wieder nicht aufs Mana geachtet. Anduin ist Liebe.
sagt Phoenix LOL. Und der ist hier ja sogar, ne? Ich war sehr enttäuscht, dass das hier ein Kind ist. Dass es den hier gibt und er ist einfach kein mächtiger Priester. Das war, war ein kleiner Dämpfer, muss ich ja sagen. Wer killt denn hier alles weg? Könnt ihr mal aufhören, hier in 30-Mann-Trupps durchzuziehen und die ganze... Ja, in Teldrassil geht es um das Gleichgewicht der Natur. Hier sorgt keiner fürs Gleichgewicht. Können wir die Nachtelfen herkommen und die Zwerge töten? Was ist das? Was ist das Rote? Und warum geht es runter? Adrenalin oder was? Streitkolben auf Level 20 erhöht. Mensch, was Hasen nicht alles so bringen. Das ist die Wutressource des Kriegers. Wutmana? Weiß ich, was das ist. Das Rote lernst du, wenn du Krieger und Druide spielst. Dann auch. Na, das wird ja dann bei der Horde mal geschehen. Ressource. Dann müsste ich ja im Real Life eine Menge Zauber drauf haben. Weil die würde bei mir niemals leer gehen. What I'm supposed to do now? What King must do? So eine fucking epische Szene. Jedes Mal Gänsehaut. Wenn ich nur wüsste, wovon du sprechen würdest. Aber es ist schön, dass sich hier direkt die Leute finden und die wissen sofort, was gemeint ist. Ich liebe sowas. Auch wenn ich einfach nicht dazugehöre, finde ich es toll. So, jetzt wird mir natürlich wieder der Yeti weggenommen. Und wieder von dieser Sau hier auf Level 9, wahrscheinlich schon Level 10. Nee, das ist einfach eine andere, die mir alles klaut. Mann. Und Tare geht in den Futterlurk. Ich wünsche einen wunderbaren Appetit und bedanke mich für deinen Lurk-Support. Freut mich sehr. Ich kann mir die Szene stundenlang auf YouTube ansehen. Ich bin sehr gespannt, ob ich da jemals hinkommen werde oder ob ich so abgefuckt von WoW sein werde, dass ich nach Classic Level 60 Schluss mache. Denn meine Cataclysm Classic Wette muss ich ja nicht mehr halten, da mein Jäger ja gestorben ist. Jetzt könnte man mir Böses vorwerfen, aber ich schwöre, ich hätte den gerne auf Level 60 gebracht. Jetzt sitzt er da rum. Ist das frech? Die klauen mir alles und dann setzen sie sich hin. Diese Schweine. Diese dreckigen, dreckigen Schweine. Und diese Schweine muss ich auch noch killen. Ja, im normalen Classic 1:1 auf dem Error-Server weiterspielen. Ja, das will ich ja nicht. Also, das machen wir, wenn wir alle Klassen und Rassen mal ausprobiert haben, ne? Dann ja. Oh, bei mir gab es heute geiles Mittagessen. Wandtansuppe, gebackene Apfel und eine Frühlingsrolle. Das klingt köstlich. Was gab es bei mir? Gar nichts. Bei mir gab es gar nichts. Ich bin aufgestanden, habe ein paar Folgen für morgen vorbereitet, habe den Stream angeschmissen. Gut, ich war noch kurz vor Einkaufen, damit ich wenigstens was zu trinken und ein bisschen Obst für nach dem Training habe. Und das war's. Denn es stand ja gestern schon fest, wir müssen heute nochmal WoW vorproduzieren, damit ich für die nächsten Tage, in denen ich in Tschechien bin, auch Folgen habe.
Denn die sind mir, ich glaube, morgen kommt schon die letzte Jägerfolge. Und dann muss der Priester hier schnell herhalten. Gar nichts, das ist aber sehr ungesund. Ich ernähre mich tatsächlich ungesund, man mag es kaum glauben. Ich trainiere auch ungesund. Mein Videospielkonsum ist ungesund. Mein Süßstoffkonsum ist ungesund. Meine Koffeinzufuhr ist wahrscheinlich sehr ungesund. Ich bin eine wandelnde Leiche. Ich würde dir gerade am liebsten eine Frühlingsrolle in den Mund Es gibt schlimmere Sachen. Ich muss aber auch zugeben, die Weisheitszähne meckern gerade ein bisschen. Ich bin froh, dass es noch nicht so schlimm ist, dass ich hier anfange zu lallen. Platz haben sie auf jeden Fall, die müssen dann nur erstmal alles zurechtrücken. Das ist natürlich unangenehm. Du hast deine Weisheitszähne noch? Mir hat man meine 2021 alle geklaut. Ja, ich habe ja so eine tolle Zahnlücke, deswegen haben die genug Platz bei mir. Die schieben da alles hin und her. Aber das ist gerade beim Training kann das ein bisschen unangenehm sein, aber ich... Deswegen lasse ich die auch nicht untersuchen. Ich kann keine Sperre gebrauchen. Das heißt einfach durchhalten und warten, bis sie da alles aufgerissen haben und das wieder verheilt ist. Die kloppen mir alles weg und Gentle Fist ist auch nicht mehr in der Nähe. Jo, jetzt bin ich wach. Bin bei Nick eingepennt, nachdem ich über 24 Stunden durchgemacht. Oh, hast du die ganze Zeit modelliert, Max? Erstmal einen wunderschönen guten Morgen dann. So nenne ich es jetzt einfach mal um 17 Uhr. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, du hast noch ordentlich was gepackt gestern Abend. Und ich hoffe, deine Mutter hat dich nicht wieder erwischt. Ein Eberfleisch noch. Seit gestern 5 Uhr. Hast du modelliert, meinst du? Du hattest doch bei mir im Stream schon modelliert, als du hier drin warst. So kann das bitte der letzte Eber sein. So, ich tauche mal ab in die Welt der Kriegskunst. Phoenix läuft, vielen lieben Dank, dass du da warst. Dich mal wieder was blicken lassen. Vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt wünsche ich dir natürlich viel Spaß bei WoW. Und bis zum nächsten Mal, in wessen Chat auch immer. Es war mir eine Freude. Kein Brocken Fleisch für mich. Bin ich noch da? Ah, ach so. Dann wünsche ich dir natürlich nur Spaß. Der Weisheitszähne unten links war besonders böse, der wuchs waagerecht und hatte sich total verkeilt. Es waren in der Zahnarztpraxis 3 Zahnärzte und 2,5 Stunden Bohren und Hebeln nötig, um den herauszukriegen. Am Ende wurde der Zahn durchgesägt und damit er ausgehebelt werden kann. Meine Frau Doktor und ich sahen danach aus, als hätten wir in der Saw-Reihe mitgespielt. Mein Beileid oder so? Also ich bin froh, dass ich das nicht erleiden muss. Nur falls keine Antwort kommt. Ja, doch gar kein Problem. Du bist sowieso nie gezwungen hier. Ist man gezwungen, dieses Lurker-Friendly in seine Titel zu schreiben? Weil ich wüsste nicht, was ich gegen Lurker habe, aber wenn du einfach reingehst und einfach nichts machst, was sollen Leute dagegen tun? Auch für die bleibt das erspart, ja, auf jeden Fall. Unterkiefer kam mit. Achso, das hat Max jetzt geschrieben. Unterkiefer kam mit raus. Dein Gesicht war gerade echt gut. Ja. Ich habe kein Problem, sollte man mir irgendwas irgendein Maß abreißen müssen. Aber bei so tiefen Schnitten und Rumgehebel und Bohren, das mag ich nicht. Gott sei Dank fühlte sich aber fast so an, als wäre der Unterkiefer mit rausgekommen. Ja, perfekt. Dann hat der Arzt ja alles richtig gemacht, oder?
So, ich muss wieder zurück zu der Werkzeugschmiede, um das abzugeben. Wieder die Intro-Tavern-Musik, ich lieb's. Ja, ich verbinde die auch schon mehr mit meinem Startscreen als mit einem anderen. Und für Wasser habe ich natürlich gesorgt. Danke, Nixter, dass du darauf achtest, dass ich mich hydriere. Auf dein Wohl. Ich habe gerade gesehen, da kam vorhin noch ein Follow von Firegirl rein. Der ist komplett untergegangen. Falls du noch da bist, vielen lieben Dank. Und herzlich willkommen. Das ist zwar schon 2 Stunden her, aber ich seh jetzt erst, dass nach Nixters Raid ein Follow reinkam. Um Gottes Willen, jetzt fühle ich mich voll schlecht. Das ist mir nicht aufgefallen. Hab heute noch gar nicht für deine Hydration gesorgt. Jetzt geht's mir schon viel besser. So, da ist doch schon der Marker für eine abzugebende Quest. Ah, lass mich mal sehen. Ja, er nennt 100 Mal, würde ich wetten. Nein! Die Vorbereitungen laufen gut. Wie geht es mit der Jagd voran? Hier hast du Brocken Eberfleisch und dickes Bärenfell. Mögen eure Reisen sich. Bei Magnis Bart, ihr habt wirklich ganz schön viel gejagt. Danke, Schwanktus. Für 2,50 töte ich doch gerne einen Haufen Viecher. Reyoid Gerstenbräu experimentiert mit seinen Gebräuen. Ja, das lässt sich dann bei dem Namen gar nicht vermuten. Ein paar davon schmecken gut, einige schlecht und einige hauen selbst den stärksten Zwerg um. Er lebt in Brennal, westlich von Karanos. Und ich will immer Schimmer eines seiner Getränke. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Es wird mich warm halten, während ich in der Kälte unterwegs bin. Außerdem brennt das gesegnete Zeug so heiß, dass ich es in Jetsteams Brennofen kippen kann, um einen Energieschub zu erzeugen. Diese nette Taktik hat mich schon aus mehr als einer haarigen Situation gerettet. Besorgt von Reyord Gerstenboy immer in Brennei ein Fässlein. Das Getränk heißt immer Schimmer, um Gottes Willen. So, die Quest ist angenommen. Und Nitachi schreibt noch, alles gut, ist mir auch schon passiert, besonders wenn Sound Alert aus irgendeinem Grund nicht losgehen. Ja, schlecht fühle ich mich trotzdem. Und Max, du das, ich lache den ganzen Tag angeblich, ja. Nitachi sagt, mein Lächeln ist ganz toll. Also, kann ich die Kanalbelohnung hier eigentlich löschen. Aber Leute, wir haben die 3 Stunden erreicht. Er strahlt wohl. Danke. Das freut mich. Wir haben aber leider die 3 Stunden erreicht. Was heißt leider? Ich bin froh, dass ich nicht gestorben bin. Von daher ist jedes Streamende von WoW Classic eigentlich ein Segen. Und jetzt sind wir auch noch Priester, also im doppelten Sinne. Und ich strahle und nicht radioaktiv. Schade. Schade. Ich hätte, ja, irgendwelche Strahlen. Hätte ich gerne. Und damit herzlich willkommen in WoW Hardcore, mal wieder. Ich habe, wie hieß er denn? Wumms. Wumms hieß er, ne? Ich habe Wump gelöscht. Ich glaube, den werden wir nicht mehr spielen und wir haben jetzt jemanden hier, der sich in Dunmorach aufhält. Und jetzt können wir richtig schön die Legacy sehen. Halben Yardas Gurki. 6, 13, 18. Mal gucken, wie weit es Schwanktus schafft. Hat dir schon jemand gesagt, dass du toll bist? Adanos. Hat dir schon jemand gesagt, dass du toll bist? Herzlich willkommen, schön, dass du reinschaust. Es ehrt mich sehr. Und diesmal nicht auch zum Überraschungslurk am Ende. Relativ zeitig. Ja, du bekommst Überraschung von mir, um Himmels Willen. Ja, hype mich doch nicht so. Ich schaff das nicht. Das setzt mich viel mehr unter Druck, als WoW Hardcore jemals könnte. Gut, wir betreten die Welt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Ich weiß, dass wir Wendigos killen müssen, aber auch nur, weil ich heute eine Folge hochgeladen habe. Ja, und ich hoffe, das war auf jeden Fall in diesem Tal hier, ne? So eher in die Richtung. Heute mal ein wenig früher und nein. Ja, dann hast du es jetzt von mir gehört. Du bist toll, Adanos. Vielen lieben Dank für dein Reinschauen. Freut mich sehr. Ich hoffe, die Wendigos sind diesmal alle lebendig.
Wer ist das? Wer ist das? Nein! Warum kriege ich denn nicht angeklickt? Ich muss wissen, ob das Gentle Fists ist. Auch wenn der schon längst nicht mehr hier sein wird, nachgeführt in der Woche. Ich glaube, wer sich hier mit Fäusten durch Dunmore auch kloppt, hat auf jeden Fall was vor. Und ich weiß nicht was. Ich gehe schlafen, bin im Lurk, morgen früh wieder früh aufstehen. Ach ja, du bist ja auch mittlerweile wieder unter der arbeitenden Bevölkerung. Ach, das tut mir leid, Raumi. Du hast mein herzlichstes und aufrichtiges Beileid. Ich hoffe, du kommst gut durch deinen morgigen Arbeitstag. Und ich wünsche dir eine erholsame Nacht. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen und vor allem danke für den Support, Lurk. Der ehrt mich natürlich. Ich würde dich doch niemals unter Druck setzen, sagte Nick zu mir. Ach, da ist ein Rupnik. Oder halt Gopfpit. Aha. Jetzt muss ich mal kurz den Chat hochscrollen, aber ich habe nichts verpasst. Das sah kurz so aus. Und ich merke schon, ich verlaufe mich wieder auf dem Weg in dieses Tal. Lust auf ein Glas? Jägerlehrer. Oh, der steht hier natürlich schön heroisch. Ich habe das Gefühl, dafür, dass diese Welt so, also dieses Land hier so Tristesse ist, ne? Das ist ja alles karg. Da hat Schnee und ein paar Tannen drin. Dafür schöne Berge. Haben sie sich dafür ein bisschen mehr Gedanken gemacht, auch bei der Positionierung von so einem Jägerlehrer, ne? Also das sieht ja fantastisch aus, wie der hier auf so einem Hügel thront und das Land überschaut. Auch wenn er eigentlich nicht viel in der Ferne sehen könnte. Und ich merke gerade, unsere Fähigkeit Streitkolben hat sich gerade auf Level 21 erhöht, als wir wieder einen Hasen schlachteten. Haben wir noch irgendwen von Bedeutung? Nee. Gehe ich jetzt langsam mal wieder ins richtige Tal? Ja, hier. So, ich muss mich erstmal wieder richtig einfuchsen. Heiltränke habe ich immer noch nicht dabei. Was habe ich hier eigentlich? Eberrippchen in Biersoße. Offensichtlich etwas, was ich bald kaufen kann. Kochen kann. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Wendigung. Mähnen, ich wollte gerade Minen sagen, das ist natürlich Blödsinn. Und dann gucke ich nochmal, was Rumble Shots Munition ist. Das habe ich schon gar nicht mehr. Das kriege ich schon alles gar nicht mehr zusammen. Dieses Schmerzen zaubern dauert mir irgendwie ein bisschen zu lange. Also ich habe das Gefühl, es lohnt sich gar nicht, das aus der Entfernung zu casten. Weil war ich so kurz vom Level Up nach dem letzten Stream? Auf jeden Fall sind wir Level 7, juhu. Und damit einen wunderschönen guten Abend, Oldcoin. Da kommst du ja perfekt zum Level Up. Herzlich willkommen. Schön, dass du einschaust. Freut mich, immer wieder deinen Namen zu lesen. Oh, hier unten steht ja immer, was sich alles erhöht hat. Das sehe ich jetzt gerade auch zum ersten Mal. Disziplin, was ist denn heilig für eine Fertigkeit? Steht das hier? Ja, bei Ruf wahrscheinlich nicht, ne? Heilig. Ja, heilig 35. Gut. Warum sind hier schon wieder alle tot? Wer klaut mir die ganzen Wendigos? Oh, das geht ja gut los. Um Gottes Willen, ich dachte, oh Gott, das hätte. Ich bin noch nicht so gewöhnt an die Schreie von diesen Viechern. Oh, ich könnte jederzeit irgendwie was Neues kommen. Ich hoffe, hier ist Ruhe. Nicht sterben. Klasse Hinweis, danke. Das ertrage ich heute nicht. Was meinst du, wie es mir geht? Ich habe heute auch meinen ersten Arbeitstag wieder im Homeoffice gehabt und ich sag dir, wenn ich noch einmal dieses Ding von Microsoft Teams höre, dann breche ich irgendwas durch. Hinweis zum Elex 2 LP auf YouTube. Du hast Folge 26 als Folge 25 und 26 hochgeladen, Folge 25 selbst fehlt. Du Scheiße. Ich hoffe, da ist mir kein Fehler passiert. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für den Hinweis.
Das schreibe ich mir schnell auf. Mittlerweile helfen die Zettel sogar. Boah, ich hoffe, ich habe da keine Kacke gebaut. Bei den Original-Stream könnte ich eventuell mittlerweile nicht mehr haben. So ein aufmerksamer LP-Schauer, ja, das ist ja wirklich, wirklich sehr ehrenwert, dass ich da jemanden habe. Jetzt müssen wir aber mal Wendigos killen, bevor mir hier wieder alle weggepascht werden. Ne, vielen lieben Dank für die Info, Oldcoin. Das ist natürlich äußerst peinlich. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung, was da gerade passiert ist, aber wir haben eine neue Mähne. Eine neue Mähne. Wie schön, was ist denn das hier? Wie lange gibt's das hier schon unter der Minimap? Warum sehe ich das gerade zum ersten Mal? Was heißt das? Irgendwas ist mit meinem Gürtel oder was? Ach, das ist fast kaputt. Okay, das heißt dann wahrscheinlich genau das. Verrückt. Gut, ich sollte mal was reparieren lassen. Das sage ich sowieso gefühlt in jedem Stream. Und vergesse es ja offensichtlich jedes Mal wieder. Gut, die haben... Habe ich... Das ist einfach nur eine Fähigkeit von denen, diese Eisatem, ne? So richtig, ich krieg keinen Debuff oder so, mehr hat das nicht zu bedeuten. So, auf der Distanz hat es tatsächlich mal was gebracht, Schmerzen zu casten. Das hattest du mit dem Hunter fast nie, diese Anzeige. Ach so. Verrückt. Du warst passiv. Nur Herzinfarkt, so. Ich kann das heute alles nicht. Tschäh. Shell und wer nochmal? Ich krieg hier nicht mal was angeklickt. Lackom. Gut, im Laufen kriege ich das nicht gecastet, aber Schmerzen wirkt bereits ein bisschen schwach eigentlich. 5 im Schaden nur. Ist gut für Notizen im Ordner 3. Freddy erwähnt mehrfach sein Vertuschung zu Kalan und über die Lüge an sich und. Perfekt. Wie wurdest du auf Arbeit begrüßt? Mir wurde gesagt, sei froh, dass du die letzten 1,5 Wochen nicht da warst. Also das, ich war im Homeoffice, deswegen habe ich dazu nichts mitbekommen. Aber ich konnte mir Ähnliches quasi selbst erschließen. Nur, dass das irgendwie... Also die ein, deine, was bei dir die 1,5 Wochen sind, ist bei mir noch Phase. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nach dem ganzen Zeug erst wiedergekommen wäre, sondern mittendrin. Falls das verständlich rübergebracht wurde. Ich will da nicht rein, ne? Das, da ist auf jeden Fall irgendein Boss wie drin, was ich später noch klatschen muss, aber das hebe ich mir auf für Zeiten, in denen ich wahrscheinlich nicht mehr lebe. Und ich glaube, Chae handhabt das ähnlich. Aspekt des Affen hatten wir auch mal, ne? Das ist doch also ein Jäger dann auch. Der sein Wildtier aber noch nicht hat. Ne, Moment. Was macht der überhaupt hier? Warum merke ich das jetzt erst? Er hat doch eigentlich gar nichts verloren auf dem Level. Oder will er einfach nur das hier? Ne, das sind Humanoide. Und Wendigo kann er sich nicht zähmen. Wäre aber cool. Wieder noch ein Priester? Ne, ist ein Hexenmeister. Als ich das an den Zauber noch nicht erkenne, auch verrückt. Jäger, aber ein Zweihänder hat er. Ich hätte ein Zweihänder haben können. Oh, wie cool wäre das gewesen. Ach, Schande. So, da haben wir noch ein Wendigo, aber ich entferne mich mal wieder ein bisschen. Damit da nicht der nächste mir in die Fersen kratzt. Da ist wieder Flakom am Start, aber kein Gentle Fists. Ich würde ihn gerne noch mal sehen.
Oder vielleicht erfahren wir irgendwann, dass er Level 60 geworden ist. Das wäre schön. Kriege ich hier irgendwie einen rausgezogen? Auch nicht. Ach Mann, der macht genau dasselbe. Warum? Staut sich das denn hier vorne so?